Hallo und herzlich willkommen zurück im Wäldchen-Popellchen mit Herrn Sarrazar. Boah, da hängt der Pilot. Oh. Der alte Hänger, ey. Kein Wunder, dass die abgestürzt sind. Aber ich habe schon zwei... Ach, krass. Boah, die sind aber gar nicht so leicht zu jagen, ey. Ich bin ein bisschen überfordert. Nee, die schlagen auch Haken. Ja, die sind also echt, ey. Ich probiere gerade auch mal, aber ich nehme einen Speer dazu. Das war der Haken an der Sache. So. Wo ist denn Marterfall? Könnte sein, dass so Kannibalen einen auch nachts überfallen. Und warum haben wir hier so einen schönen Kunst mit so einer Kamera in der Fresse? Ach, der. Das machen die Eingeborenen. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich einen Hasen da drüben kriege. Hat der von dir noch keinen Namen bekommen? Sollen wir dem einen Namen geben? So. Der quasi Wilson. Ich nenne ihn Kennen. Ich lernte ihn kennen. weiß ich nicht. Die sind so... Guck mal, was waren denn die Vögel da? Genau, ein Vogel. Ja, ich habe ganz viele sogar. Wo ist denn Eduard? Richtig ausgestattet jetzt hier, Alter. Ich habe da im Lager einiges mitgenommen. Eduard? Der Typ. Eduard. Der gerade... Das mache ich da immer hin. Wir müssen uns leider ein Bett teilen. Au. Brennst du wieder? Ja, ein bisschen. Hi. Schön. Ja, war der Burner die Folge. Ich würde sagen, das reicht auch für diese Episode, oder? Ich hatte die Steine noch. Es fehlt uns Loks, aber die kriegen wir auch noch hin. Ah, Loks haben wir doch. Loks haben wir doch. Na, Logo. Wir sind noch richtige Lokvögel. Komm, der war super. Gib's zu. Hast du eigentlich mal das Lok in dieser Aufnahme gecheckt? Oh Gott. Der war jetzt nicht so super. Nee, der war nicht so super. Alter, wo bin ich? Ich bin gerade. Ah ja, okay. Du bist durch die Wand gesessen. Ja, das war gerade irritierend. Du hast dich endlich mal einmal in deinem Leben hast dich durchgesetzt. Durchgesetzt, das ist geil. Vorstehe, das ist mir auch. Ja, das ist ganz komisch. Manchmal ein wenig rätselhaft. Ja. So. Hände hoch! Sie sind in Rätselhaft! Finde ich und schön. Vor allen Dingen, wenn wir dann in die Höhlen gehen, es gibt noch ganz fiese Höhlen, da wirst du noch viel Spaß haben. Höhlen kenne ich mich aus. Mit alten Grotten? Mit Achselhöhlen. Bis dahin, tschüss. Oh nein, es fällt der Baum falsch rum, toll. Erstmal schnell den Arm. Naja, warte, ich hab nicht so einen Hunger, ich habe gerade eben heimlich eine Cola getrunken. Trotzdem, Arm ist gut. Nee, arme Spiepel. Nee, einfach mal schnell reinfegen. Der verbrutzelt ja und dann liegt da noch ein Knochen. Halb so wild. Lieber ein bisschen mehr Arm als... So manch armer Mensch wird sich drum reißen. Ja, aber Armut essen löst die Probleme nicht. Non-More-Lizard. Hier wächst eine Menge Aloe Vera in unserem Garten. Ja, sagt der Vera mal liebe Grüße. Aloha, sage ich der. Oh Gott. Zack. Covered in Blood. Ich muss mich echt mal abwaschen, eigentlich. Ja, ne? das ist auch nicht so wild. Also ich will nicht so covered in Blut sein. Ist doch blöd, ist doch Blott. Ich hätte echt gerne so einen Topf für diesen Sepp-Dingens da. Dann haben wir da auch Sepp direkt, den Sepp von Pete Smith. Kennst du den? Der war direkt im Top. Wir müssen Sepp sammeln. So. Oh, hier fliegen Steine in der Luft. Das ist ja auch cool. Hä? Hä? Drei Steine fliegen in der Luft. Das Alter, bin ich stoned oder was? So, ein Lurch habe ich. Ich muss mir unbedingt dieses Bier noch besorgen. Britney Spear? Ja, den brauchst du auf jeden Fall, weil der ist echt schnell, aber wenn du den Trick raus hast, dann geht das echt super schnell mit den Federn sammeln. Diese gottverdammte, diesen Spaten, den du da hast. Also nicht Spaten. Hm? Das bist du ja selber. Ah. Was denn? Was meinst du denn? Welchen Spaten denn? Ah, du meinst den Sticky, Speer, ne? Diesen Speer. Ja, den Eichelspeer. Ja, Eichelspeer? Das ist ein Tierart, ein Eichelspeer. Kennst du doch, machst du auch selber manchmal noch Reis von dir. Ich mach die Ratte? Ja, du bist doch so eine Ratte. Ja, na gut, das stimmt. Ich bin ein Rattespieler. So. Die anderen hauen gerade ab. Alter, hab ich verjacht, du. Hab ich mich verjacht. Verjacht? Da schreien die gerade noch und sind genau vor mir. Verjacht auf hoher See. Ist halt auch voll auf Cranberry.
Ne, da kriegst du ja echt Cranberry. Da gab's auch diese Band. Wodka Cranberry. Zombie. Yes, the fighting. Ah, ja, yes, genau. The fighting. Stimmt. Hallo? The Cranberries, ne? Genau, ja. Ich weiß gar nicht, wie die genau sind. Die Cranbeere. So was die auch, haben gekräht, die haben gekräht, du. Oh, jetzt beißt er sich auch noch am Witz fest. Oder so, da war schief wie ein Kran im Wind. So, willkommen beim Singleplay von Forrest. Oh, oh. Ich hätte gerne noch ein bisschen Klamotten, so Clothes. So. Weil die brauchen wir immer für die Pfeile. Die gehen aber sonst sehr schnell aus. Kennst du nicht die Serie The Kloster? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder Klaustrophobie, wenn ich so. Oh, ich würde so gerne in die Höhle gehen. Sollen wir das heute mal wagen? Scheiße, Mann. Das war mein Fehler auch, dass du erwischt. Ich habe natürlich auch nichts mehr im Inventar, außer das Foto vom Söhnemann. Mannheims, Söhne Mannheims. Alter, und ich habe auch. Ja, cool. Du siehst wirklich aus wie Türk. Gewinnspiel. Aber wirklich, der Charakter sieht aus wie Türk. Kennst du von Scrubs, ne? Ja, klar. So siehst du gerade aus. Also ja, ich will ja jetzt ist, nicht dabei bin ich doch gar kein Türke, sondern schwarz. Oh. Jetzt fangen die Ausländerwitze hier an. Oh. Genau. Das war ja Osaka Kawumbo, oh. der war wirklich da. Was denn? Hast du Besuch? Ich habe gerade was gehört, sagen wir mal so. Radio. Ich will Fortschritt sehen, gut. Den siehst du heute in dieser Folge, weil heute haben wir uns ermahnt, seriös wieder zu tun. Naja, also zu tun. Zu tun, sag ich ja bewusst. Ich bin hungrig. Und ich hätte gerne einen Snickers. Thunfisch. Ich hätte gerne einen Zu-Thunfisch. Warte. Hier, die Brücke. Ja. Brücke sehen. Genau. So, nein, nicht da, sondern... Brücken Sie sich. Hallo. Bitte. So. Das ist doch das Problem. Ah, oh, jetzt wollte ich die Wand gerade reparieren und kann es einfach nicht mehr, weil ich kein Harz... Ich habe nicht mal mehr Harz. Ich könnte jetzt noch den grillen, also wenn du Bock hast. Mein Harz ist alle. Hält nur bis Mitte des Monats immer. Oh, scheiße. Mann. Cool, ich. So. Wo ist der Tür? Während im Hintergrund sind draußen die Häckselgeräusche, weil der Sarah da wieder Menschen auseinandernimmt. Hm? Oh. The Menschen, weißt du? The Menschen 2015. Ja, seitdem bin ich immer dabei. The Menschen. Oh, das war der Kopf. Es tut mir leid. Boah, der Wind ist wieder so laut gerade. Was denn los? Hey, windiges Ding, du. Sehr windiger Typ, der kommt. So. Sehr windiger Typ. Da oben hätten wir, war früher mal ein Dorf, ich weiß nicht, immer noch. Wollen wir über das Dorf gehen? Also ich stehe ja auf Hasen. Komm mal mit. Vor allem auf Playboy-Buddies, haha. Was? Hi. Und hier war irgendwo die Höhle. Hier geht irgendwo so ein Ding runter. Da kommst du halt in eine andere Höhle. Ich weiß aber nicht mal, wo das war. Was für eine Höhle, Alter? Der See leuchtet. Aus irgendeinem Grund leuchtet der See. Weil ich sehe gar nichts, wo wir gerade über See reden. Okay, wollen wir weiterziehen? Jo, warte, ich brauche wir haben ja, eine, jetzt hier eine Kombination aus Arrows, okay. Arrows. 7 Arrows habe ich. Bist du der Arrowsmith oder was? Und bei der Axt verbrennt das Kloß. Oh, wie schön. Verbrennt das Kloß im Hals. Viel mehr könnte ich davon auch nicht essen, weil das die sind so mega fettig oder so, keine Ahnung. Ja, das war komisch irgendwie, aber auch nur weil es high war, hat man sich komisch gefühlt, glaube ich auch. Weil man hat sich high gefühlt, meinst du? Ja, ich wurde voll high. Der eine macht die Möwen klar, der andere nicht so. Ja, ich habe ganz viele Möwen. Der Walle ist ein echter Möwenchecker. Ja, ich bin ja auch ein Vogel. der checkt die ganzen Möwen ab. Ja, ich weiß nicht genau, ob die da auf die Sitze jakulieren, das kann ich nicht sagen. Ja, ich wollte das jetzt mal so höflich ausdrücken. Wenn du da so ein Ejakulat auf dem Sitz hast, das ist echt nicht laut. Ich bin ja manchen Ejakulat. Kinos gibt's durchaus Ejakulat. So. Ich hab so ein Stöckchen in der Hand, Gregor. So. Darf ich dir das mal vorstellen? Nein, jetzt hab ich schon wieder den Pfeil angezündet. Das will ich gar nicht. Mann, lass das doch mal. Du bist ja Pfeil der Mauswanderer. Ah, Pfeil. So. Hat er wieder so einen albernen 5 Minuten gerade. Warte mal, bei mir landet wieder ein Vögelchen. Ich muss das noch ganz kurz zeigen. Oh, ein Vögelchen. Die Hoffnung. Bei dir piept's wohl. Du hast wohl ein Vogel. So. Okay, lass es hier wieder raus. So, ich mach nur wieder den Bogen. Ich mach nur erstmal wieder den Bogen an. Damit ich ein bisschen mehr Licht habe. Ja, der Bogen ist ganz gut. Ja. Ich krieg jetzt extra in der raus. Höhle hat man den Bogen raus. Schon wieder Besuch. Der hat eine Sojet. Warte mal, wir haben ja schon wieder Besuch. Ach so. Schon wieder Besuch. Schon mich doch mit diesem Besuch, bitte. Ich hoffe, man hat es überhaupt in der letzten Folge verstanden. Ah. Warte mal, ich mach mal ganz kurz eine Bombe. Ich bastel mal eben eine Bombe. Ja, Mann, das ist Bombe, die Idee. Hast du gesehen, wie ich zittere? Hier? Wie man gerade zittert?
Ja. Hm, sehe ich bis hier hinten. Hier. Oh, wenn ich jetzt zittere, dann hakt es. Oh, der Horror, ey. Gerade. Hm. Bei dir hakt es wohl. Aber also, ich zeig dir mal kurz, was mir vorschwebte. Was ist eigentlich ein Kater? Hm. Da sind Dinge drin. Letztes Wochenende hatte ich auch einen Krater. Oder hat der geschrien? Ich reiß das nochmal ab, ich habe was vergessen. Das kostet so nur 86 Baumstämme, wir können das echt stemmen. Stemmen? Das ist leider. Nee, ich meine, das so Problem ein Überhang. Ist, wie kriege ich den Blueprint wieder weg? Frag mal Jay-Z, ich weiß die Community da mehr. Hm. Ja, das wäre mal ganz interessant, ob man da irgendwie Zyklen verändern kann. Bei Ark geht das, hier bei Forest leider. Wäre schön, wenn man es serverseitig irgendwie machen könnte, aber glaube ich nicht dran. Naja. Ja, Forest ist da ein bisschen arg unkomfortabel gemacht. Alter, ich muss hier raus. So, hier kann ich ganz viele Logs mitnehmen. Boah, ihr habt gut gefällt, ne? Das gefällt mir. Das ganze Ding ist... Skulls 1, was machen die denn hier? Die suchen Dana Scully. Alter, ich kündige. Aber ich glaube, die haben jetzt mit dem neuen Patch eh irgendwie ein bisschen was reingehauen an Bugs. Bunny. Ja, das ist... Weil die ja auch 30 Milliarden Sticks rumliegen direkt. In Holland vielleicht. Ach Gott. Oh, ist das sehr nebelig gerade? Fast 12. Hast du einen Nebelvertrag unterschrieben? Ja, aber der war auch etwas für Intellektuellere, ne? Ja, natürlich. Ja, der war schon sehr, sehr hohes Niveau, habe ich auch gefühlt. So. In der Luft liegt ein wenig Mediasaft. Was? Was? Oh, can't carry more sodas? Ja, das passiert. Was kauft ihr einen Soda-Stream? Ha! Das hätte er ja, der Kleine. Mehr Wampe für den dürren Gronkh, das wäre die Aktion, weißt du? Habe ich überlegt, wäre toll. Am Hungertuch nagst du ja schon, das wissen ja die wenigsten. Aber ja, am Hungertuch, weil ich alles andere schon aufgegessen habe, nage ich jetzt auch am Hungertuch. War mal das Tischtuch, aber... Möchte ich betonen? Huch. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit Dynamit. Mit Dynamit, das ist aber schön betönt auch. Kennst du Dynamit-Smeet? Ja. Kennst du so ein Let's Player? Das ist Explosion. Dynamo Dresden? Oh, ist ja, der ist mindestens genauso schlecht. Boah, ich habe aber eigentlich noch ziemlich viele Sodas, also ich brauche keine Getränke. Heißt das Sodas oder heißt das Soden? Soden, oh, das ist schön. Ich habe Soden. Dann ist jetzt trotzdem alles erleuchtet. Hi. Okay, aber es wird jetzt eh heller. Es wird heller. Heller von Sinn? Oh Gott. Gehen wir. Ich bin so müde. Also wie heißt der Bruder vom Cockpit? Pistole, Pipapo. Wie heißt der Bruder vom Cockpit? Pitcock? Brad Pitt. Was denn? Hm? Ich habe mich kurz verschluckt. Und kennst du auch Alfred Hitchcockpit? Boah, die Flare-Gun, yo. Die hat aber nur ganz begrenzt Schuss, da musst du vorsichtig sein. Ich habe voll viele Flares. Packt man da nicht Flares rein? Nein. Hat das nicht so einen gewissen Flair? Da gehst du Flair aus bei solchen Witzen, mein Freund. Oh, der Regenbogen da so schön, weil ich bin im Da Regen kommt ein Genosse. Voll. Genosse stahl ihm den Hammer. Du, brenn, du Schwein. Boah, ich hab drei mit der Axt erwischt, mit der Burning Axe. Nice. Burning Axe Festival. So, ein bisschen Stoff. Hier noch ein Snickers, sehr gut. Ein bisschen Stoff, damit kennt er sich aus. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Ist hier wieder langweilig. Und vor allen Dingen, wir müssen noch den fetten Mutanten finden, den neuen Mutanten, den müssen wir auch noch zeigen. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht haben wir da Mutti und Tanten. Ja, also Fettmutti-Tanten. Wenn die in einer Person sind, meistens ist das doof. Ja, Lost wollte ich immer mal weiter gucken, aber ich habe es nie über, ich glaube, Staffel 3 hinaus geschafft. Also warst du nicht losgelost von der Erde. Oh Gott. Boah. Ja, gehen wir mal schnell weiter. Hab ich nicht gesagt. Ja, auf jeden Fall sehr harter Gegner, der Muschiklaus, ja. Mhm. Oh, was ist da wieder hochgeflogen? Ah, ne, war nur eine Hochflieger Morgana. Mit? Hallo? Und das ist bei Forrest sehr verdächtig. Kann ich mal bitte den anderen Arm auch nehmen? Was ist denn? Das ist jetzt ich freu mich auf unser Arm. Armselig. Die Leute denken nämlich gar nicht, dass es den Gronkh gibt. Der ist nämlich ein Mythos. In Wirklichkeit spreche ich mit zwei Stimmen. Ich bin ein Mentos. Ein Mentos, so. Ich habe noch so eine Maske auf. Jetzt auch bald bei der Oelik-Challenge mit, habe ich überlegt. Bei der was-Challenge?
Bei der was? Bei der Was-Challenge? Hannibal-Leck-Challenge? Was? Oreo-Leck-Challenge. Ach so. Hannibal-Leck-Challenge. Ich weiß ich ja nicht. Wie zur Hölle. Ich habe keine Ahnung. Also weil ich die ganze Menschen fresse oder was? Wegen Hannibal-Lictor. Boah, macht voll Spaß. Geil. Das wird eine richtig geile Feste. Danach gibt's jetzt mal ein Fest. Oh Gott. Also es kann sein, dass die am Wasser entlang kommen. Vielleicht müssen wir da nochmal dicht machen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das müssten wir halt dann austesten in der Praxis. Also dicht machen wir am Wochenende. Nee, du kannst gleich eine Wand machen. Also ja? Ich würde einfach so überlappen. Kann ein bisschen überlappen. Du ist halt voll die Überlappen. Ach so. Ich dachte, wir wollten heute eine Tour machen, weil stimmt. Ich wollte ja noch, also ich muss auf jeden Fall Pfeile. Ich fühle mich nutzlos, wenn ich keine Pfeile in der Tasche habe. Das stimmt. Eine Handpfeile. Oh. Mal gucken, ob die Ex jetzt noch brennt, wenn man da hoch. Alter, der eine Vogel sieht aus wie auf einem Rave. Der sieht aus wie auf einem Rave, Alter. Das Geile ist, ich sehe ja wieder keine Vögel. Außer dich. Huch. Ich habe keine Federn, ich kann keine Pfeile machen. Scheiße, ich bin wehrlos. Ich hänge hier oben, ich bin wehrlos, die Tochter des Generals. Und wir müssen uns ja erstmal wieder neu ausrüsten, weil wir sind in der letzten Folge elendlich krepiert. War hier nicht auch eine Höhle? Wir wollten ja einen Speer holen, aber stattdessen gab es nur Speerlinge. Okay, ich geh weg. Ich wollte zum Teich tatsächlich. Ich guck mal ganz kurz zum Speer, das solltest du auch tun. Aber hier gibt's noch ein paar Sachen. Nimmst du gerade seinen Schädel mit? Nee, ich hab gerade hier ein paar Federn noch gehuntet. Ach so. Du machst aber nicht viel Federlesen, zwar. Nee, ich krieg aber irgendwie nicht so viele wie du. Ich bin da nicht so gut drin. Einfach. Und da gehen wir jetzt rein. Komm. Also diese Rüstung sieht so lächerlich aus, dass ich gar keine. Ich hab da gar keine, hab ich keine Worte. Ich bin voll der Rehmann, Alter. Markus Rehmann. Ja, bist du, huch. Oh. Komm mal mit. Oh, hier riecht so lecker nach Essen gerade. Oh, ich hab so Hunger. Ich auch. Wir machen halt wieder eine Hardcore-Session, wir zwei hier, der Gronkho und ich. Ja, und die hatten vorher schon Hunger, nichts gegessen heute. Es ist irgendwie schon spät am Abend, fast Nacht. Ja. Fast Nacht, aha. Apropos Ingame müsste ich auch mal langsam. Ihr könnt voll keinen Baum fällen, ihr seid voll die. Nee, weil ihr könnt nicht aufnehmen, das ist nur das größte Problem. Aber es ist wieder ein Tag geworden, schönerweise, ne? Wir können eigentlich mal hier wieder ein bisschen. Ah, diese Luft hier, diese erfrischende. Kennst du eigentlich diese neue Tierart, Asoziale? Oh Gott. Aus irgendeinem Grund habe ich mein Inventar wieder. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts gemacht, es war einfach wieder da. Ich weiß nicht, ob das weg? War es im Buxtehude? Oh Gott. Gut. Alter, wir haben gerade mal 2 Minuten aufgenommen und dann. In Shanghai, so. In Peking. Was? Shanghai? Hat er so Kräuselhaare? Hat er Kräuselhaare am Bauch? Shanghai oder was? Okay, pass auf, komm mal mit. Ja. Okay. Ich folge dir. Wir suchen uns mal einen Anhaltspunkt. Mm. Oh, einen Anhaltspunkt. Oh, das ist aber ein Zufall. Verstehst du? Ja, verstehst du? Ein Anhaltspunkt. Ich bleib stehen, ich bleib ja schon stehen. Genau. So. Ja, genau, das ist doch schön. Da hinten steht auch noch in der Ferne einer, aber den können wir ja. Der steht in der Ferne Branka. Den können wir ignorieren. Man sagt ja aber magische Kräfte, du musst aufpassen. Ja, ich war zu Zauberer, ja. Huch, bei mir leckt es irgendwie manchmal. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier hoste gerade. Ja, oh, und Alter, ich muss schon wieder. Lass die Finger vom Salzstein. Ich muss. Nee, der ist lecker. So. Okay. Das ja, machen wir gleich. Im Ende entgegen. Machen wir gleich. Ich möchte nur mal ganz kurz, ich möchte dir zeigen. Zeigen. Miss Saigon. Pass auf. Kennst du Miss Saigon? Oh. Das ist so ein. Ey, du machst nochmal einen Witz über meine Witze. Was? Ja, ich so. Komm, ich werde Zeugen in dieser Aufnahme. Deine Witze sind mindestens genauso scheiße manchmal. Was? Du bist bei den Zeigen Jehovas? Warte, was ist denn los? Ich falle hier überall durch. Was ist das für ein? Da ist er in der Grundschule. Da fliegt mir dein Holz um die Ohren. So. Ich nenne es Morning Wood. Ich nenne es Morgenlatte. Die baue ich damit. So. Echt, ey. Das war wunderbar, du. Oh je, yeah. Hey, was ist los? Hilfe! Was denn? Ich fliege und sterbe! Oh, ich sehe dich gerade. Ich lebe noch. Hä? Du bist halt ein Überflieger. Alter, was war denn da los? Du bist einfach ein Überflieger. Warte mal.
So, ich setze mich erstmal hier oben. Die andere Seite ist ja auch dicht, ne? Das zeige ich gerade mal. Hier ist echt alles mega dicht. Hier geil. Ist alles richtig palisadiert. So wie letztes Wochenende. Mega ja, dicht alles. Alter. Geil. Hat mir auch ganz gut gefallen. Bring super. Mir das mit. Hier. Ich stelle mich mal hier hin. Okay, ja, ich droppe. Kennst du Oliver Dropperfield? Das mache ich so oft. Sie die Arme übereinander so schlagen, wie man da. Das sieht echt so Heini-mäßig aus, naja. Heineken. Wahrscheinlich das hast Problem einen Punkt ist, gesetzt. Hä? Boah, die Treppe. Dich mal. Ach, schon wieder klatscht du. Die Treppe geht nur nach unten. Du klatschst. Nur nach oben. Ich kann jetzt in den Himmel bauen, das ist ja toll. Du hast einen an der Klatsche. So. Gott hat unsere Bäume genommen, weil wir ja optimisen. Das liegt nur an deinem Thomas Radwitz. Du. Da weiß ich auch langsam keinen Rad mehr. Scheiße, ich kann gegen die Sonne, kann ich kaum was bauen. Also nicht das, was ich gegen die Sonne habe, aber ich muss ja gerade gegen die Sonne gucken. Du bist nicht so eine Leuchte, ne? So. Aus dem Server, die haben mich rausgeworfen, du. Es will nichts funktionieren. Hä, wieso kann ich denn da hier nicht... Da ist der Wurm warte. Drin, mein Freund. Da ist der Wurm drin. Der Wurm. Warum kommt er wieder raus? Ja, ich hab mir so ein Entwurmungsmittel. Der Reichsparteitag zu Wurm, oder was? So, hä, das geht? Liebe Grüße an alle Zuschauer aus Worms. Ich bin gerade ein bisschen stiller. Ich versuche mich, also Ben, ich versuche mich gerade kurz zu... Ich wusste, dass er kommt. Hab ich den noch erwischt? Ja, wie hab ich den noch erwischt? Voll der Lag. Hast du den abgelaggt? Das können die Lizards ja auch besonders gut lecken. Du bist bei mir auch wieder leiser geworden. Hast du dich zurückgelehnt? Leiser? Oder? Leiser bin ich geworden? Leiser? Leiser Minelli, du bist eine Frau geworden. Die sind natürlich genau unter mir im Wasser, weil Eingeborene immer noch im Wasser leben können. Also unter Wasser. Ah, fuck. Mit ihren tollen eingeborenen Kiemen. Der weiß. Ist wahrscheinlich ein Kiemensee hier. Da kann man ganz intim werden. Wie geil das Lager von hier leuchtet. Das sieht richtig gut aus. Das sind meine Haare. Ich habe mich wieder verbrannt. Ah ja, das bist tatsächlich du, weil deine Axt brennt. Ja, weil ich der Burner bin, Junge. Oh. Oh, der brennt ja schon. Das ist nicht der Einzige. Er brennt oder? Darauf, zu sterben. Wie der da hochkräuchelt im Inneren des Körpers. Sieht echt so aus wie so ein Körperinneres. Irgendwie so der ja. Darm oder so. Der Gronkh im Darm. Statt. Dama das und Gronkh. Das ist ja nur der Tobi. Boah. Junge, das ist schon spektakulär. Du hier doch ohne Speck. Aber mit Takulär. Aber mit wesentlich mehr Takulär. Das ist ein Licht, aber. Ah, es klappt nicht. Das ist nur eine Reflexion, eine Lichter Morgana. Und ich dachte schon, mir wäre ein Licht aufgegangen. Oh Gott. Das ist wieder. Ah, das ist der, den kenne ich doch, den habe ich schon gehört. Ja. Das hätte 5 The Forest! Rein. Yeah! The Forest! Schlage einen Baum und esse Krabben. Und danach muss ich mich mal kurz raustabben, denn die Aufnahme, die ist bald schon zu Ende, denn ich habe jetzt schon schweißnasse Hände. Da oben läuft ein einsamer Eingeborener. Der wohnt hier auf der Insel und er ist ein Verschworener. Mit seinen Freunden wohnt er hier im Wald. Und wir kommen dahin, wir machen die alle kalt. Dann sterben die in ihrem eigenen Blut und dann nehmen wir ihre Füße, denn die schmecken so gut. Wir sind die
Stecher von der Insel hier. Und wir trinken gerne Blut und manchmal auch ein Bier. Wenn wir es finden am Strand, können wir auch eine Bombe basteln und hinterher mit der Leiche rumkasteln. Was? The Forest. Und auf der Insel. Jetzt mal. Auf der Insel, auf der Insel, auf der Insel zeige ich dir meinen Pinsel. Schmoli! Was ist das denn für ein kleiner Mann? Huch. Na, das war ein Pippi-Mann. Rennst du in den Wald? Ja. Nun ist dir bestimmt kalt. Like a smooth criminal. Ich bin smooth und kriminell. Verführe mich ganz schnell. Schmoli! It doesn't matter if you're black or white. I will shoot you in the face. I will kill you and your mother. Don't regard the race. I will kill everything. Jedes Ding auf der Insel, weil ich sing, weil ich es bring. Den Speer schwing. Bling, bling, bling. Oh!